Hallo zusammen. Ihr seht, es ist schon ein bisschen spät, es ist dunkel. Ich habe hier das Licht überall angemacht, deswegen auch die Schatten. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich bin gerade erst wieder 1,5 Stunden zu Hause. Skat-Bundesliga war das komplette Wochenende in Braunlage. Es war wieder mega geil. Also das ist wirklich die größte Herausforderung für Skat-Spieler, auf dem Level sich zu duellieren. Das ist immer wirklich was ganz Feines. So, für meine Mannschaft lief es übrigens alles andere als rund. Wir waren nach einem Spieltag als Tabellenführer reingegangen. So, jetzt lass mich gerade mal schauen, wo ist die Geschichte, dass ich euch das ja immer zeigen kann. Da haben wir es. Und wir sind deutlich abgefallen, jetzt zwar noch auf dem vierten Platz, aber schon mit 4 Punkten Rückstand. Tabellenführer ist jetzt Treuchtling mit 24 zu 12 Punkten. Also in der Liga, da lässt jeder ein wenig federn. Wir sind jetzt eben meine Elmhorster auf dem vierten Platz mit 20 zu 16. So sieht das also aus. Ja, was kann ich noch sagen? Neuköllner Jungs, frisch aufgestiegen, jetzt an Position 2. Wir hatten sie gerade, haben sie uns mehrfach knapp den Schneid abgekauft. Gratulation dafür. Gute Leistung. Ja, schauen wir also mal. Ein Doppelspieltag ist noch im September. So lange können wir erstmal ein bisschen die Wunden lecken. So, nichtsdestotrotz, ein Spiel habe ich euch jetzt noch mitgebracht. Bei mir persönlich lief es gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen habe ich das ein oder andere Mal auch, fand ich, ganz gute Ideen entwickelt, ein paar Spiele auch glücklich gewonnen. Habe auch unglaublich viele sehr gute Spiele, muss ich sagen, gegen sehr unglückliche Verteilung verloren. Jetzt will ich aber nur für heute, für den Moment, mal eine Partie nochmal vorstellen. War jetzt 3 Spiele vor Schluss in der letzten Serie, also schon wirklich kurz vor Feierabend, wo Hinterhand bei 18 rankommt. Mittelhand hatte gepasst, ich in Vorhand hatte dieses Blatt. Aus taktischen Gründen war es jetzt nicht unbedingt angebracht, hier 18 zu halten, obwohl man natürlich auch einen 5-Trumpf-Ansatz in Pik erkennen kann, aber wirklich gut ist das natürlich noch nicht. Also Hinterhand durfte spielen, nimmt auf, drückt und sagt jetzt Kreuz an, wo ich nur den Herzbuben dagegen habe. So, wie das Spiel eröffnen, ist auch so ein bisschen natürlich Glückssache, Gefühlssache, an sich auf dem langen Weg kurze Farbe, aber aus der einfach bestellten 10, das war mir dann auch nicht so recht. Herz hatte ich irgendwie noch Hoffnung, was vielleicht schnippeln zu können, bewegen zu können, wollte ich auch noch nicht so früh anfassen. Ich habe dann also mich doch tatsächlich für Pik Dame entschieden und natürlich gehofft, dass jetzt nicht etwa der Alleinspieler auf Pik Ass zu dritt sitzt und das gerade die Stechfarbe von meinem Partner ist. Das wäre natürlich fatal. Das wäre auch der Grund, warum man eben auf dem langen Weg an sich nicht so gerne eine lange Farbe aufschlägt. Aber in dem Fall habe ich das jetzt eben gemacht. Also Pik Dame fiel, Pik Lusche, Alleinspieler nahm das Ass. Tschupp. Zog jetzt Trumpf von oben. Weiß gar nicht, ob Kreuz oder Pik Bube. Ich jedenfalls hatte in Kreuz nur den Herzbuben. Da fiel die Kreuz-Lusche. Alleinspieler zog nochmal von oben. Und jetzt muss ich hier natürlich eine grundlegende Entscheidung treffen. Wie werfe ich ab? Wie stark schätze ich das Spiel ein? So, also ganz normal wäre vielleicht Pik-Lusche. Damit macht man ja gefühlt vielleicht nicht viel verkehrt, aber so richtig viel richtig macht man damit auch nicht. Karo 10 blank wäre auch noch so ein Gedanke, aber dann doch vielleicht noch ein bisschen zu früh, zu frivol. Dafür weiß man dann nicht genug, aber ich glaube, dass ganz, was man sinnvoll machen kann oder was man erahnen kann, mit dem Herz Ass mit 2 Luschen bestellt, da kann man gar nicht so viel anfangen mit diesen Luschen. Deswegen habe ich mich hier entschieden, eine Herzlusche abzuwerfen. Partner bedient Trumpf und jetzt kommt schon im vierten Stich vom Alleinspieler die Herz 10. Ja, ist natürlich ein, wie soll man sagen, ein Honigpöttchen, was er da aufstellt. Also der Alleinspieler hat natürlich irgendwie mindestens noch den Herzkönig, wahrscheinlich dann sogar den Herzdrilling, 10 König 8 oder 10 König Dame. Das ist die Mutmaßung und ich sag mal, sehr viele Skatspieler werden jetzt wahrscheinlich hier in diesen Honigtopf reingreifen und das Ass rausnehmen. Allerdings können wir dann das Spiel nicht gewinnen, habe ich mir zumindest gedacht und habe deswegen jetzt, ich sag's mal einigermaßen kaltblütig, jetzt diese Herz 10 noch laufen lassen. Und glücklicherweise kam von meinem Partner jetzt nicht die Herz Dame blank, sondern die blanke Herz 8. Das war für uns schon eine wichtige Siegvoraussetzung. Jetzt musste der Alleinspieler seine Herzfarbe natürlich trotzdem entwickeln. Jetzt also von unten Herz Dame, Herz Ass,
Karo Ass von meinem Partner, 25. Jetzt denke ich schon, dass wir wohl noch die zwei Trumpfstiche machen werden, aber auch nicht genau zwei Stiche, mehr auch nicht, deswegen habe ich hier so ein bisschen die Farbe weiter geklärt. Pik König kann an sich nichts kaputt machen, mein Partner, selbst wenn er keinen Pik hat, wird natürlich nicht stechen. Alleinspieler aber gestochen, war also gar kein Pik gedrückt, sondern tatsächlich waren gedrückt Karo Dame König, wenn ich es jetzt noch richtig gesehen habe. Jetzt kam einmal Kreuz Lusche von mir, ja, weiß gar nicht, welche 10 ich zuerst gewimmelt habe, ich glaube Karo 10, denn damit weiß mein Partner auch Bescheid, Pik 10 muss ich ja führen. Trumpf 10 auf 45, und jetzt darf mein Partner natürlich nicht den letzten Trumpf abziehen, sondern aus Tempogründen erst nochmal die Stechfarbe bringen. Alleinspieler muss stechen, kann stechen und hat jetzt hier den letzten, den siebten Herz, den er anbieten muss, sonst macht er eben gar keinen Stich mehr. Und das ist genau der Grund, warum es so wichtig war, die Herz-Lusche abzutragen, damit ich jetzt auf diesen Herz-König die 10 legen kann. Wenn ich jetzt noch einmal bedienen muss, dann kommen wir eben nicht hin, dann bekommen wir am Ende nur noch Trumpf-Lusche mit Karo-Buben. So bekommen wir Herz-König, Pik 10, Karo-Bube, genau auf 61. Das war also ein relativ spektakulärer Sieg in drei Stichen, muss man natürlich auch dazu sagen. Der Alleinspieler hat es nicht besonders glücklich getroffen, war vielleicht jetzt auch der späten Stunde und dem langen Spieltag geschuldet, aber mit so einem starken Spiel, 6 Trumpf mit 2 und Trumpf Ass zu 4, blankes Pik Ass, Herz 10, König Dame, 7 Augen im Keller, wo er da ins Pik Ass eingespielt wird im ersten Stich, muss er natürlich fast zwingend einmal Trumpf von unten ziehen. Und selbst wo er einen dunklen Buben gezogen hat, kann er dann im dritten Stich das Spiel noch retten. Dann muss dann aber auch wirklich ganz präzise sofort die Herz 10 raus. Nach dem dritten Stich, wo ich Herz Lusche fallen lasse, war das Spiel einfach schon auf tot. So, das soll es jetzt für heute gewesen sein. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen, ein bisschen diese ganzen Spiele, die ganzen Partien auch verarbeiten. 8 Serien Skat haben wir gespielt, also 16 Stunden netto. Ich habe durchgespielt. Und ja, puh, das steckt mir jetzt schon ein bisschen in den Knochen. Denke mal, dass ich aber die Tage noch ein wenig mehr Partien da zeigen kann, ein bisschen mehr berichten kann. Und darauf freue ich mich jetzt schon. Bis dahin wünsche ich euch wie immer gut Blatt.